Wie hat sich euer normales Leben privat verändert seit dem großen Erfolg? Es ist einfach komplett eigentlich. Also ja. Wir werden erkannt, wir sind Menschen in der Öffentlichkeit, müssen schon auch wissen, dass wir auch eine Vorbildsfunktion irgendwo haben. Und das hat sich alles komplett geändert. Also ich wäre nicht der Mensch, der ich heute wäre, wenn ich irgendwie mein Titi nicht gehabt hätte. Also kann es auch nicht sagen. Ich glaube, ich wäre irgendwo noch in meinem Kaff, wäre Polizist. Und ja, würde mir denken, warum hast du es nie probiert? Bringt das Ganze denn auch Vorteile bei den Mädels, bei den Frauen? Ja, schon. Ja, da ist Tizi eher, der sich damit besser auskennt. Aber das Ding ist... Ich bin ja Langzeitbeziehungsmensch. Ja, aber zum Beispiel, ich stehe nicht so drauf, so auf so Groupies. Das ist so, wenn jemand kommt, so, ey, Foto, so, ich mag eher normale Personen. Wenn mich eine Person normal anspricht, das liegt mir viel mehr als irgendwie so voll übertrieben drum, ja. Ja, ihr habt schon viel erreicht. Was sind noch Wünsche und Träume, die ihr privat oder beruflich verwirklichen wollt demnächst? Also ich will geilen Scheiß machen. Das liegt mir sehr am Herzen. Also mein Traum ist eigentlich immer noch der gleiche wie vor ein paar Jahren, von Comedy weiterhin leben zu können. So, also das ist mein Traumjob und das will ich weiterhin machen. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Gut, wir freuen uns auf den Film. Alles Gute. Mich auch. Dankeschön. Ja, okay. Bis dahin. Ciao.